Ja, zunächst mal wollen wir die Idee, die wir gerade gehabt haben, jetzt in Formeln fassen. Und dazu erinnere ich Sie nochmal. Das haben wir gerade gesagt. Wir haben eine Aufgabe, löse ax gleich b. Für a lassen wir alles zu. Und wir schauen uns zunächst mal den Fall an, dass das Gleichungssystem ax gleich b keine Lösung hat. Unser Prototyp dafür waren diese falschen Messungen, durch die wir eine Gerade legen wollen und bei der es offensichtlich keine Lösung gibt, weil es gibt keine Gerade, die tatsächlich durch diese Lösung durchgeht. Okay, also ax gleich b ist nicht lösbar. Dann ist die erste Idee, die ich habe, ich suche ein möglichst gutes x, sodass ax Stern, sodass ax Stern so ungefähr gleich b ist. In unserem Fall hier vorne würde man das eine Ausgleichsgerade nennen, eine Gerade, die insgesamt möglichst nah an diesen Messpunkten noch dran liegt. Okay, was bedeutet das? Bedeutet, dass die Norm von ax Stern minus b in irgendeiner Norm, und wir werden immer hier die 2-Norm verwenden, dass die 2-Norm von ax Stern minus b, und da können wir die auch noch gleich quadrieren, möglichst klein sein soll. Gauss hat das genannt, die Methode der kleinsten Quadrate, denn die 2-Norm zum Quadrat ist nichts anderes als die Summe der einzelnen Abstände zum Quadrat und die möchte man möglichst klein machen. Okay, das führt uns zur folgenden Definition. Ein x-Stern heißt kleinste Quadratelösung von ax gleich b, genau dann, wenn die Norm von ax Stern minus b minimal ist. Das heißt also, die Norm von ax Stern minus b zum Quadrat soll kleiner gleich der Norm von ax minus b zum Quadrat sein für alle x-Element r hoch n. Okay, das ist zunächst mal eine Definition, die kann ich so hinschreiben. Erste Frage wäre wahrscheinlich, ist das x Stern dadurch eindeutig bestimmt? Und man kann sofort sehen, das ist nicht der Fall. Denn wir haben ja alles zugelassen für das a. Ja, das heißt, wir nehmen für das a zum Beispiel mal die Nullmatrix. Okay, dann nehme ich mir irgendeinen x-Stern aus dem r hoch n. Dann gilt natürlich, dass die Norm von ax-Stern minus b, 2-Norm zum Quadrat, naja, wenn a die Nullmatrix ist, ist es nichts anderes als die 2-Norm von b zum Quadrat. Und naja, das ist auch die 2-Norm von ax minus b zum Quadrat für alle x-Element r hoch n, denn das a ist ja die Nullmatrix. Okay, das heißt also sofort, für jedes x-Stern aus dem r hoch n erfüllt, wenn a die Nullmatrix ist, diese Gleichung hier vorne. Und das bedeutet, jedes x-Stern aus dem r hoch n ist kleinste Quadratelösung, falls a die Nullmatrix ist. Okay, das heißt also, Eindeutigkeit haben wir schon mal nicht. Das können wir schon mal festhalten. Und wir haben noch was anderes nicht. Wenn ich Ihnen jetzt eine konkrete Matrix A und einen konkreten Vektor B gebe und Sie sollen diese kleinste Quadratelösung ausrechnen, naja, dann hilft Ihnen diese Definition überhaupt nicht dabei. Ja? Sie müssen eine Funktion minimieren. Wie machen Sie das? Sie suchen das Minimum. Also irgendwie, das ist nicht klar, wie das geht. Das heißt, es ist schon klar, daraus müssen wir eine vernünftige Formel machen. Zur Vorbereitung möchte ich drei ganz kleine Lemmata aus der linearen Algebra 2 beweisen. Und zwar zunächst mal, es gilt, Bild von A senkrecht ist Kern von A transponiert. Und der Beweis ist ganz einfach. Wir nehmen uns vor, ein y aus dem Kern von A transponiert. Das heißt also, y liegt im Nullraum. Mit anderen Worten, A transponiert y ist 0. Und das heißt insbesondere auch, das Skalarprodukt von a transponiert y mit x ist 0 für alle x aus dem r hoch n. Okay, das a transponiert schmeißen wir vorne aufs zweite Argument, dann wird es zu a transponiert transponiert, also zu a. Und das bedeutet, das Skalarprodukt von y und ax ist 0 immer noch für alle x aus dem r hoch n. Okay, ax, das sind aber alle Elemente aus dem Bild von A. Das heißt also, y steht senkrecht auf dem gesamten Bild von A oder mit anderen Worten, y liegt im Bild von A senkrecht. Okay, gut, umgekehrt sei y aus dem Bild von A senkrecht. Dann ist insbesondere das Skalarprodukt
y mit a mal a transponiert y gleich 0. Warum? Naja, also a mal a transponiert y liegt sicherlich im Bild von a und y kommt aus Bild von a senkrecht. Das heißt also, das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren, die hier stehen, ist 0. Okay, das bedeutet also, wenn ich das a jetzt wieder rüberschmeiße von hinten nach vorne, dann wird das a zu einem a transponiert und hier steht nichts anderes als 0 ist das Skalarprodukt von a transponiert y mit a transponiert y. Das ist aber nichts anderes als die Norm von a transponiert y, 2 Norm zum Quadrat. Naja, und das bedeutet a transponiert y ist 0 oder mit anderen Worten y ist aus dem Kern von a transponiert. Das heißt also, die Elemente von hier liegen auch da und die Elemente von da liegen auch hier. Also ist tatsächlich sind die beiden Mengen, die wir da oben stehen haben, gleich. Die Folgerung daraus, die wir benutzen werden, ist der r hoch m lässt sich darstellen, natürlich als Bild von a plus Bild von a senkrecht und das hier vorne ist eine orthogonale Summe. Und wir haben gerade festgestellt, das Bild von a senkrecht ist nichts anderes als der Kern von a transponiert. Das heißt also, der r hoch m lässt sich darstellen als Bild von a plus Kern von a transponiert. Okay, und das dritte, was wir benutzen werden, ist der Kern von a transponiert a, also der Nullraum von a transponiert a ist nichts anderes als der Nullraum von a und das haben Sie bereits in den Übungen bewiesen.